die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Guten Morgen, meine Liebe. Ist schon guten Morgen? Ist noch guten Morgen? Mahlzeit. Ich glaube, es ist kurz vor 12. Hallo, meine Lieben. Wir gehen kurz, also heute ist Halloween, heute ist der 31. heute wird aber nichts Besonderes gemacht. Also wir gehen diesmal nicht mit den Kindern von Tür zu Tür wegen Corona und so. Und haben jetzt auch keine Süßigkeiten oder so vorbereitet. Aber wir werden trotzdem zu Hause vielleicht ein bisschen was Gruseliges schauen. Und ich werde heute noch für Instagram ein kurzes Video drehen. Kostümideen für Schwangere. Da habe ich ein paar coole Ideen und ja, das werden wir dann machen. Aber zuerst müssen wir noch kurz einkaufen gehen, weil uns ein paar Sachen fehlen. Wie zum Beispiel Süßkram. Also so Milchschnitte. So ich habe eine Liste gemacht. Bananen. Sophie hat gestern ein Sitzen ein bisschen dreckig gemacht, aber. Da musst du ihn putzen. Ich fasse das nicht an. Ja, auf jeden Fall so Sachen wie Ketchup, so Kleinigkeiten halt. Selleriestangel halt, ja. Für ein paar einzelne Rezepte, aber sonst haben wir eigentlich hier alles zu Hause. Erste Station, Altpapier wegbringen. Und Platz? Jeder war doch so ein Busch, oder? Die Leute nicht, wie ist das? Da war so ein Busch, oder? Ja. Haben wir uns alle weggeschnitten. Das sieht ja nackert aus. Ja, wie ihr seht, haben wir viel Karton und so ein paar Altkleider noch von den Kindern so. Übergebliebene, die nicht mehr passen, nicht mehr schön sind. Ich bin die Kamerafrau, ich kann leider nichts schleppen. Das ist die Kamerafrau. Ja. Ich glaube, das war's, oder? Ich denke schon, ja. Und? Klappe zu. Aua! So, bevor wir jetzt aber einkaufen gehen, müssen wir noch schnell zum Teddy schauen und zum Action, weil ich brauche etwas für dieses Kostüme für Schwangere. Ein paar Kleinigkeiten. Zum Teddy oder zum Action? Zum beiden, oder? Ja, wo fangen wir an? Ja, zum Teddy. Okay. So, da hängen eigentlich schon die Weihnachtssachen. Ich habe mir auch gedacht, wenn wir jetzt links drehen. Also, wir planen schon Weihnachtsvideos, Snacks. Genau. Cooles Kostüm, oder? Evi. Kennt das Hansi? Das ist ein Adventkalender. So, jetzt sind wir beim Action und schaut es gerade nicht viel besser aus in Sachen Kostümen. Das sind so Neonstangen, so die Leuchten, so Knicklichter. Hier, schau dir mal, die haben urschöne Folienballons. So Licht. Soll ich da so einen mit? Ich nehme da so einen mit für die Luisa jetzt zum Geburtstag. Der ist schön, oder? In Regenbogen. Ja. Soll ich den mitnehmen? Die Luisa hat ja bald Geburtstag. Sie wird 3. Kann man das glauben? Unsere kleine Luisa. Wir sind jetzt fertig bei Action und Teddy und sind jetzt auf dem, also wir sind beim Lidl, aber da nehme ich die Kamera nicht mit, weil der Parkplatz schaut relativ aus. Genau, die hauen es. Die hauen uns dann. Zwiebeln so. Mit Jungzwiebeln. Wir suchen auf jeden Fall für die Luisa, aber ich gesehen habe in der Werbung, dass es so Holzspielzeug gibt, so ein paar Geschenke für ihren Geburtstag, weil die hat Ende November, 3 Wochen Geburtstag und da gibt es coole Sachen, deswegen schauen wir mal. Ich zeige euch das dann nachher dann so schnell, okay? Also, wir lassen euch hier im Auto. So, meine Lieben, wir sind jetzt wieder zurück. Guck. Wir sind vom Einkaufen, da ist die kleine Luisa. Bist du süß? Sie ist schüchtern. Auf jeden Fall sind wir wieder zurück und ich bin hier im Schlafzimmer, weil ich gerade die Kostüme zusammengelegt habe. Ich habe euch ja gesagt, dass ich ein paar ein paar Halloween-Kostüme für Schwangere mir rausgesucht habe, die ich dann so nachstellen werde. Das werde ich dann auch filmen und fotografieren. Auf jeden Fall habe ich hier mal, ich kann es ja euch schon hier im Vlog natürlich schon zeigen. Hier, das ist geplant der Homer mit blauer Jeans und weißem Hemd. Die Strumpfhose habe ich genommen, um mir die Haare damit wegzumachen. Dann, was habe ich da? Ohren. Das werden mal Ohren. Und zwar für Winnie Pooh.
Die typischen Farben. Ich habe mir eine Leggings hier geholt, eine gelbe T-Shirt hatte ich schon, ein rotes T-Shirt von Papa habe ich schon genommen. Dann Tracker, also so Biertrinker mit dicken Bauch. Und das für mein Halloween. Hoppala! Hoppala! Für und das werde ich mal schauen, vielleicht nehmen. Du kleine Scherzkind. Ja, die Lisa zerlegt gerade jetzt unser Bett, während ich hier das aus dem. Also, eigentlich hatte ich das schön gemacht heute, Fräulein, gell? Aber ja, trampelt drauf rum. Und ja, schaut mal, das ist die Kommode, die aufgebaut ist. Die ist auf jeden Fall viel größer als die hier, wie man sehen kann. Ein bisschen höher. Die ist aber noch gar nicht eingeräumt. Also wir haben hier mal Socken von Papa und Socken von mir. Aber die bisschen. Das sind nur Socken drin. Cool. Aussehen ist das schön. Mein Gott, bitteschön. Wow, da darf ich. Ja, da habe ich mir auch diese Sachen mitgenommen, diese Fächer da, wie auch immer die heißen, Scoop. Die kommen dann hier rein und kommen dann die Babysachen dann hier rein. Jetzt tu mal nicht 3000 Mal reinschauen. Die Mama muss heute noch fertig werden. Auf jeden Fall, ja, gehe ich mich jetzt gleich im Büro fertig machen. Die Michelle wird mir ein bisschen helfen. So mit Schminken und so weiter. Achtung, meine Lieben, mit den Fröcken. Und gut. Who's this? Na, wer bin ich? Habe ich gut gemacht. Oh mein Gott, ich sag's dir. Ich habe jetzt nur 3 Kostüme gemacht und ja, es ist ein bisschen dunkel schon mit Leute draußen geworden. Es hat echt lange gedauert, das ganze Aufbauen hier. Und ja, deswegen hat es gedauert. Der Papa ist jetzt auch mal kurz rausgegangen mit den Kleinen. Er wollte eigentlich die Kamera mit haben, aber ich habe jetzt mit der gefilmt. Und ja, was soll ich sagen? Ich werde jetzt auf jeden Fall mal das Video schnell schneiden für Instagram. Und dem Papa vielleicht die Kamera noch bringen, weil vielleicht mag er noch ein bisschen filmen. Und ja, haltet mich bitte nicht für verrückt. Ich werde euch übrigens auch jetzt hier diese Verwandlung sozusagen hier einblenden. Ich hoffe, dass es gut geworden ist. Ich sag's euch, ich hoffe, dass es gut geworden ist. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das Material noch nicht gesichtet, aber wir hoffen es. Auf jeden Fall werde ich jetzt schnell das schneiden und... Schon so furchtbar. Du bist selber Angst vor mir. okay, also bis später. Hoffentlich dann normal. So, meine Lieben, jetzt seid ihr mal wieder bei mir. Da, ich war mit den Kindern kurz draußen. Wir haben ein bisschen Nüsse gegessen, dies, das. Und jetzt sind wir zu Hause. Wir wollen mal einen Kürbis ausschneiden. Ausschneiden? Chili. Na, wir wollen den Kürbis ein neues Gesicht geben. Schau verrückt aus, oder? Na, 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 na. Ich schau aus wie Rod Stewart, oder? Was ist der Ernst? Ja, schaut gut aus. Nein. Du warst das. Ach, ja. Jetzt kann ich wieder riechen. Hast du... Oh nein, meine Nase. Ding. Wo ist die Lisa? Ah, ich kann nicht sehen. Nicht. Lana, Lisa, kommt hier. Kinder, kommt hier zu mir. Andere Mitzikatze ist auch da und schaut wunderschön aus. So, wo machen wir das Gesicht? Lade. Ich hab Dreieck-Gesichte, Papa. Ich hab Dreiecke. Warte. Ein Dreieck. Aber wo machen wir das Gesicht? Na, hier nicht. Hier ist gut. Ja, hier. Hier, oder?
Der braucht keinen Zahn, Papa. Er hat nur einen Zahn. Der braucht keinen Zahn. So, und jetzt muss ich ihn da oben aufschneiden, ja? Warum denn? Und dann ihn aushöhlen und dann geben wir Licht drinnen. Ja. Kann ich das dann ziehen, Papa? Was? Kann ich das dann ziehen? Deckel? Ja. Na, da muss man rausnehmen. Oh. Papa, ich muss ja. Ah! Kann ich den Hals erhaben, Papa? Ja. Oder du dann? Seine Gedanken. Ich habe seine ganzen wir nehmen jetzt seine ganzen Essenserten weg. Das ist das, was er gegessen hat, gell? Ja, so viel hat er gegessen. Und jetzt braucht er kein Essen mehr. Ziemlich viel, gell? Ja. Warte gut. Ja, ich habe noch nie so ein komischer Kürbis gesehen, der so viel isst. Ja, ich habe auch noch nicht gesehen. Schau, was hat er gegessen heute? Nur ziemlich wenig, oder? Ja, ziemlich wenig. Unser Kürbis ist nun fertig. Ich zeige euch, wie gruselig er aussieht. Ich hab Angst, Papa. Hast du Angst vor ihm? Nein. Ich auch nicht. Schalte mal das Licht aus. Warum leuchtet der? Er leuchtet. Warum in der Nacht. Warum muss man langsam sein? Hast du Angst? Ich auch nicht. Der Kürbis sagt, ich will kleine Kinder essen. Habt ihr Angst jetzt? Muss nur die Lara ein bisschen Angst machen. Der kleine Kürbis hat gesagt, ich will die Lara aufessen. Ja, Angst. Hast du keine Angst? Komm her. Hast du keine Angst? Wieso trinkst du aus der Flasche? Kannst du hast Angst? Nein. Doch. Lara, du musst uns suchen. Boom. Ja, du hast mich erschrocken. Ich habe noch keine Angst. Ich auch nicht. Es war einmal ein großer Kürbis. Und er kam zur Welt. Und im Oktober wurde er ausgeschnitten und ein böses Gesicht daraus gemacht. Aber er war ein braver Kürbis. Das ist voll Angst. Hast du Angst? Ja. Okay, dann ich erzähle dir eine andere Geschichte. Wir gehen ins Wohnzimmer. Mach das Licht aus! Ihr müsst das Licht ausmachen. Was ist hier? Immer zu Hause? Ich schaue noch immer ganz hübsch aus, wie ihr sehen könnt. Ich bin nicht zum Abschminken gekommen. Wir essen jetzt ein leckeres Gericht, das der Papa gekocht hat. Süßes oder saures? So, meine Lieben, wir haben Abendessen schon gegessen. Ich bin mehr als satt. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mit Homer Simpson Abendessen gegessen. Homer Simpson in Person. Und Michel. Und Mama ist deine Schicht zu Ende gegangen. Du hast im Kraftwerk gearbeitet. Wo sind meine Donuts? Schon gegessen. Schau mal deinen Bauch an. Wir haben Abendessen, wie gesagt, aber schon gegessen. Und jetzt gehen wir alle gemeinsam im Wohnzimmer und schauen wir uns einen Gruselfilm an. Das ist nämlich mein Freund, der hängt hier schon seit mindestens 10 Jahren. Komm, sag was. Mama! Aber ich habe ein bisschen baden, jetzt so starke Kopfschmerzen. Ja. Mama geht's nicht mehr ganz gut, oder? Ja. Ich will nur schnell baden, Du willst baden? Ich würde aber schauen, was ein Kind. Ich habe Kopfschmerzen. Das ist gruselig. Baden will? Nein. Nein. Was alleine baden? Kommt jemand durch den Badezimmer rein? Ihr seid doch eh da, oder? Da kommt jemand durch den Badezimmerfenster rein. Ich kann den nicht hören. Wieso? Weil ich den nicht hören kann. Hello. I want to see you looking for. Ich bin die Einzige, die die Wanne erwischt. Kann das vielleicht möglich sein? I can see it in your smile. Aber dein Gesang ist gruselig. Halloween time! Woo! Yeah. Oh nein! Dieser Vieh wird
gerade gegessen? Von einem Monster! Oh nein! Was ist mit dir? Ich will zu dir hoch. Nein, geh runter. Nein, nein, ich hab Angst. Spiel noch fest, erkennt, ich zähle. 1, 2, 3, ich komme. Wollt ihr Lara? Habt ihr die Lara gesehen? Da ist die Lara! Da ist die Sophie! So schaut aus ein Halloween-Tag bei Familie Diamanta. Mit zwei gruseligen Patschen auch hier. So, meine Lieben, es ist soweit, wir werden jetzt den Vlog beenden. Wir schauen uns gemeinsam noch einen Horrorfilm an. Mit den kleinen Ratons, aber eher so für. Es ist ein Soft, das ist kein genau, richtiger Horror. Es ist eine Light-Version. Die Füße sind auch gruselig, aber den muss ich gleich runternehmen. Okay, der schaut echt süß aus. Hast du toll gemacht. Ich hab gedacht, ich wollte nur weitermachen. Du spannst zwar. Also die Michelle sagt, er ist nicht gruselig. Na, wir werden ja gleich. Schauen wir mal gleich. So. Das ist echt ein purer Grusel. Und Homer ist schon abgeschminkt. Ja, jetzt bin ich wieder frisch. Ich schaue wieder wie die Mama aus. Ja. So, endlich kann ich wieder küssen. Ah. Na gut, meine Lieben. Wir bedanken uns für's Zuschauen und wir wünschen euch einen Happy Halloween. Bye, bye. Trick or treat.